150 mm Federweg bietet das brandneue Trittwerk F1-Team am Heck. Es sieht gut aus mit seinem Carbonrahmen und der Blick auf die Ausstattungsliste verspricht beste Funktion. Ob das Versprechen in den Trailpassagen gehalten wird, verraten wir euch jetzt. Nach dem Trittwerk Race Hardtail aus Episode 129 haben wir uns dieses Mal ein brandneues Fully aus der Nähe Wiens zur Brust genommen. Vom F1-Team gibt es fertige Modelle. Der Kunde kann sich sein Bike aber auch ganz individuell aufbauen lassen. Herzstück ist ein 12K Carbon-Monocoque-Rahmen, der seine Deckschicht stolz zur Schau stellt. 150 mm Federweg bietet der Viergelenks-Hinterbau. Als Dämpfer ist ein Manitou Radium RL mit Plattformdämpfung montiert. Ohne die Plattform wippt der Hinterbau leicht. Ist sie aktiviert, gibt es bergauf kein Halten mehr. Überhaupt kann der Hinterbau überzeugen. Er spricht sensibel an, wandert gleichmäßig durch den Federweg und wird erst zum Ende hin progressiv. Da lässt man es gerne krachen, über Stock und Stein im wahrsten Sinne des Wortes. Vorne federt eine Revelation U-Turn eher von RockShox. Auch sie arbeitet klaglos, allerdings nutzt man ihre Federwegsverstellung weniger als die Systeme, die weniger Schraubarbeit erfordern. Zwischen 120 und 150 mm kann ihr Federweg verstellt werden. Mit abgesenkter Gabel klettert es sich in steilen Anstiegen deutlich besser. Auch die Möglichkeit zur Blockade haben wir auf ebenem Untergrund gerne genutzt. Der Komponentenmix am Testrad ist gelungen. Eine komplette SRAM X.9 Schaltung, gut funktionierende und gut aussehende Scheibenbremsen von Hope, eine Trubati Firex Kurbel, Fulcrum Systemlaufräder mit Schwalbe Novinik Bereifung, Synthesstütze, Vorbau und Lenker, dessen Form ein Sonderlob verdient. Die weichen Schaumstoffgriffe haben uns da weniger behagt, aber das ist Geschmackssache und lässt sich leicht ändern. Sonst gibt es an diesem super agilen Fully wenig zu kritisieren. Wir haben uns auf Anhieb auf dem verspielten F1-Team wohlgefühlt. Es macht einfach Spaß. Blitzschnell geht es um Kurven, liegt bergab sicher und verleitet dazu, es einfach krachen zu lassen. 4.790 Euro sind kein Pappenstiel, aber im Gegenzug gibt es ein klasse funktionierendes Bike, über das man nicht an jeder Ecke stolpert. Der Rahmen ohne Federbein kostet 1.890 Euro.